Und herzlich willkommen zu diesem spontanen Aufbaurundgang des Neusser Bürgerschützenfest. Wir haben heute Sonntag, den 18. August. Nächsten Freitag beginnt die Kirmes hier. Wir waren gerade in Aachen auf dem Bend und sind jetzt hier in Neuss vorbeigefahren und machen mal einen kleinen Aufbaurundgang. So viel steht hier ja noch nicht, aber ein bisschen ist schon da. Ne? Da oben steht dieses Bierdorf von Dresden, auf jeden Fall ein Teil davon. Und da vorne halt hinter dem Zelt wird das Jupiterrad stehen von Kipp. Bad oder Bad und Kipp. Ja. Ah, hier kriegt man schon mal Langos. Die habe ich in Aachen schon mal nicht bekommen. Da freue ich mich schon mal. Das geht hart. Von wem sind die? Aachen ist nichts vorher. Ach ja. Torwandschießen. Wir machen Freizeit zu Vergnügen. Dresden hat gerade auch schon gesehen. Polyp. Ach ja. Ja, der steht hier wahrscheinlich dann auch. Weißt du, was ich geil finde? Dass der Fuhrpark gepflegter aussieht als das Fahrgeschäft. Ja, das dazu. Dieses Jahr kein Langhoff hier. Ah, Weißwing. Das stand nämlich immer die Schlüssel vor. Ja, der sieht viel besser aus als in den letzten Jahren. Aber ah, guck mal, der Wohnwagen links. Haha, Küchenmeister. Hat er immer noch so eine Beleuchtung, dieses Blaulicht da. Ja. Ist das nicht diese Saufbude aus Düsseldorf? Ist das nicht diese Sylter Backfischbude? Ich weiß es nicht. Es gibt da also Saufstand auch. Gibt auch einen Fake, da steht nämlich, steht mir auch ein echter Bender Fake. Ah, wie gesagt, so viel steht hier jetzt auch noch nicht, Leute. Ah, der Kühler läuft schon. Ach ja. Was gibt's denn zu erzählen? Das größte Bürgerschützenfest. Ja, wow, Neuss halt, ne? Sonst gibt es gerade nicht so viel zu erzählen. Ah, hier links von hinten Viva Cuba. Stehen wir gleich auch mal vor. Und direkt gegenüber ein anderes Laufhaus. Ist auch sehr schlau gemacht. Ja, das Tower Event Center. Aber wir müssen jetzt auch nicht bis ganz zum Ende laufen. Wir können ja hier gleich links. Links und dann bis. Ja, wir können ja da bis zur Krake, so weißt du. Ja, hier auf der rechten Seite die Dreierkombi, gern gesehen. Geldern, Krefeld, Düsseldorf, Krange, leider ein bisschen kleiner geworden, weil die Mexiko-Bar den Platz weggenommen hat. Ja, ne? Von wem ist das über Marz, ne? Das ist Marz. Ja, wir kürzen jetzt ab, da hinten steht noch irgendwas von Teddy Co. to go und das 7 Himmelfahrtskarussell. Schmelter, ja. Haha, Action aus Schmelter Dresden. Auch dabei. Weiß ich gar nicht. Ah, hier links ist der TÜV. Hier stand letztes Jahr der Flitter von Langhoff und dann hinter war der TÜV. Das fand ich sehr lustig. Berechtigt? Berechtigt. Die Frage. Ach ja. Ah, hier habe ich letztes Jahr einen getrunken hier. Ja, der Haferkerl? Nee, dahinter. Da schon wieder der Haferkerl. Das kann ich jetzt nicht sagen, ne? Ah, Gutachten und so. Ah, die Krake. Use, begrüß dich. Soll ich jetzt was machen, was hart assi ist? Soll ich aber jetzt machen, was machen, was hier hart assi ist? Hier die Krake von Markmann. Guck mal kurz mit. Ah, Romina 350. Sorry. Ah, scheiße. Das kann ich aber guck mal, überall. Hat der da oben noch die Kasse neu? Nee, sollen wir mal gucken gehen? Was denn, die ist doch ganz neu gefärbt, oder nicht? Ja, die haben die neu angemalt wahrscheinlich einfach.
Ja, hier die Krag von Markmann, die geht schon gut ab. Aber leider hat die noch die alten Gondeln. Wir haben gedacht, die hätten jetzt die neuen Gondeln, aber ja, da waren ja neue Gondeln in Planung. Ja, aber das Markmann-Schild, das leuchtet schon. Das leuchtet jetzt auch eine Woche durch, ne? Also bei Octopussy waren die Söhne tot, also die waren nicht dabei, da war nur Markmann. Aber ja, das Schild, das leuchtet jetzt erstmal eine Woche durch. Söhne. Also Tochter. Aha, Söhne sind wichtiger. Aha. Ja, wie gesagt, so viel steht hier auch nicht. Also hauptsächlich steht hier halt Viva Cuba, Tower Event Center, die Krake und der Weißwing. Und die Wahrsagerin. Die Romina. Nicht die Ronja, sondern die Romina ist hier. Die Ronja. Ronja. Die Wahrsagerin da, steht doch. Ronja. Die andere, die steht zurzeit noch in Aachen, die kommt auch hier rüber. Was setzt von Aachen eigentlich hier rum? Ja. Der Wendler hier rüber? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Der Flipper kommt auch nicht, ne? Nee, der Flipper kommt auch nicht. Aber echt cool, Langhoff war hier jahrelang gefühlt Stamm. Und auch immer ist alles weg von dem hier. Gar nichts hier rüber. Nee. Was ist eine Achterbahn von hier oder Wasserbahn? Nee. Überfragung. Alter! Was ist das? Das knallt da so. Hier ist gerade so ein Knallen, was wir irgendwie nicht identifizieren können. Ich finde es auch komisch, dass dieser Fahrstuhl jetzt einfach mal eine Woche durchleuchtet. Also die schon. LSD-Birnen leuchten eine Woche durch. Also, das ist echt sehr spannend. Können wir eine Runde mit dem Fahrstuhl fahren hier? Nein, sind die Dings schon dran? Also, müssen nur Kabel rein. Die müssen ja sonst nichts in den Container machen, ne? Nee, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Ja, Tower Event Center, wo stand das denn zuletzt? War das nicht in Bayern irgendwo? War nicht in Dürren zuletzt? Ah, stimmt, nicht. Dürren meine ich. Ich ja, keine Ahnung, nee. Bist du doch nochmal weitergegangen? War nicht gerade Aarholzen? Kann gut sein, auf jeden Fall war es noch irgendwo. Wie gesagt, auf jeden Fall jeder Fahrstuhl, da kann man ja hochfahren. Eigentlich für 5 Euro schon ein relativ gerechtfertigtes Laufhaus, muss man jetzt nicht 10 Mal machen, aber gerechtfertigt. Da oben der neue Sky Loop Rider Ding. Da muss ich immer wieder der Teil hier. Ja, irgendwie steht da. Aussicht, ne? Ja. Dann oben einen Suppen gehen in der Bar. Ah, Nebelmaschine, die roten, die guten. Haha, weißt du, wer hier auch steht? Haha, Willi, Captain. Lecker Kümmelwurst, das schmeckt. Haha, wie war Kuba Hartmann. Es wird wieder ein Wackelkonzert, Alter. Ich bin nur mit einer Hand am Festhalten. Aber hier die gute Kümmelwurst von Captain, ey. Hast du gerade live überhaupt? Nein, das ist ein Video für YouTube, du Död. Ah, hier Viva Cuba, noch nie drin gewesen. Auto, sieht. Kannst du mitnehmen, Koffer habe ich auch. Ich glaube nicht. Ah, Kinderriesenrad. Hier, ne? Ja, der wird sehr krass gefasht. Also Hawaii Swing zählt auf jeden Fall für mich so, das ist die beste Schlittenfahrt mittlerweile. Ja, Schlittenfahrt, wenn man es so nennt, ne? Ich hoffe, der ist ein ekliges Blaulicht drin, wenn man an die ganze Zeit. Aber ohne Scheiß, ne? Den finde ich jetzt richtig geil. Aber der ist noch nicht fertig, ne? Fast. Der macht irgendwas in der Mitte, oder? Ja, Mitte Lichter und so. Aber grundsätzlich ist er also so gut wie fertig. Ah, hier. Kannst du schon. Haha. Hier. Einmal bitte. Ja. Ja, auf jeden Fall. Hier, Hawaii Swing. Ja, das wird. Ja, ich werde das. Ich glaube, ich werde das Video jetzt auch beenden. Da hinten halt noch die Pizzabude von. Lemuine oder nee, das ist gar nicht, ich vertue mich immer. Daniele. Daniele und Lemuine, Alter. Ne, jetzt die Pizzabude von Daniele. Ja, mit diesem tollen Rundblick-Dings-Schau, irgendwas, verabschiede ich mich, Leute. Ich werde wahrscheinlich nächsten Samstag hier hinfahren. Eine Runde hier drehen, eine Runde Weißwing drehen und was hier noch so steht. Das ist gerade 100. Was steht denn hier? Krake Markmann ist halt wichtig, Herr Weißwing. Welche Achterbahn steht hier überhaupt? Ah, Bart. Nein, ja. Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin raus, Leute. Ich hoffe, euch hat hier dieser kleine, lustige, echt kleine Auffahrrundgang gefallen. Kommt gerne nach Neues und tschüss.